willkommen hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute einen Make-up-Look zeigen, wo ihr praktisch sehr wenig Foundation benutzt und eher so mit Bronzer, bisschen Color Correcting. Gerade, ich zeige euch jetzt gerade aktuell praktisch, mache ich das Video am Samstag. Das heißt, ich lade es euch dann nächste Woche schon hoch. Und ich habe jetzt praktisch frei und wir wollen in die Stadt gehen. Da zeige ich euch einfach einen ganz coolen Look. Draußen scheint die Sonne, deswegen dachte ich, mache ich jetzt einfach mit euch so eine Art Get Ready With Me. Aber zeige euch, wie ich diesen ganz, ganz tollen Bronze Goddess Look auf die Reihe kriege, ohne dass ich zu viel Foundation benutze. Seid noch nicht Abonnent meines Kanals, dann abonniert doch und aktiviert sehr, sehr gerne die Glocke, damit ihr auch immer Bescheid wisst, wann ich halt Videos hochlade. Und ich würde sagen, los geht's. Starten, ihr Lieben, tun wir mit dem You Better Work Primer von Essence. Und der hat so auch schon mal ein Color Correcting Element drin. Und zwar ist der so leicht bläulich. Das hilft mir schon immer noch mal ein bisschen die Rötungen und zu unterdrücken. Ich weiß jetzt nicht, ob das vom Color Correcting Theme her das Richtige ist. Aber irgendwie hält es komplett meine Haut auf. Ja, nicht wundern, heute ist Samstag. Heute fahren sie wieder wie Sau draußen rum. Fenster ist auch offen. Und ihr seht ja, meine Haut wird wesentlich heller. Das hilft mir schon mal ein bisschen. Ich habe jetzt gerade ein ganz langes Maxi-Kleid an. Das heißt, ich möchte jetzt auch nicht zu viel irgendwie machen, ja, am Make-up. Aber es soll trotzdem sehr full glam aussehen. Das ist ja wohl klar. Also, wie gesagt, ich mag den Primer wahnsinnig gerne. Er ist sehr, fühlt sich eher wie so eine ganz dicke Nivea-Creme an. Aber ist wirklich super. Dann gehe ich mit einem fluffigen Pinsel in diese Camouflage-Creme. Und zwar ist es die Camouflage-Creme Wake-Up-Effekt von Catrice. Und ich mache das lately ziemlich häufig. Und zwar, ich weiß jetzt nur nicht, wo der eine Pinsel dazu ist. Also ich nehme jetzt einfach mal den hier. Also ich habe sonst auch noch einen anderen. Der geht ja einfach rein. Das ist praktisch so ein lachsfarbener Ton. Ich hätte auch gern den vom Becker, diesen Under Eye Corrector. Da habe ich jetzt auch schon richtig geile Sachen drüber gehört. Und zwar gebt ihr diesen Ton einfach komplett aufs ganze Auge. Und ihr seht ja schon einen immensen Effekt zwischen hier und hier. Und ich finde irgendwie, das wirkt irgendwie wie so ein Augenprimer. Ich habe auch schon recht viel benutzt, wenn ihr das seht. Warte, ich mache mal das Licht ein bisschen höher. Wenn ihr das seht. Da ist schon echt viel benutzt. Also ist schon richtig gut. Ich habe den jetzt, glaube ich, Leute, vielleicht ein halbes Jahr. Und muss sagen, das ist so ein, weiß ich nicht, den Trick habe ich jetzt noch nie. Also mich hat jemand eine ganz süße Neuigkeit gefragt über einen Kommentar in YouTube, wie ich das hinbekomme, dass ich halt, ob ich auch mal Make-up zeigen könnte, wo man praktisch weniger Make-up benutzt. Also so wie so ein No-Make-up-Make-up. Klar, mache ich natürlich. Wenn ihr mir das einfach in die Kommentare schreibt, dann kann ich mich auch darum kümmern, dass ich das im praktischen Content hochlade. Dann seht ihr ja, habe ich hier noch zwischen der Nase noch so ein bisschen Verdunkelungen. Da gebe ich dann auch noch mal ein bisschen drauf. Das ist nicht so, wie wenn ihr Make-up auftragt. Das ist natürlich sehr viel leichter. Ihr seht ja zum Beispiel, das sieht jetzt so ein bisschen trocken aus. Ich gehe jetzt praktisch einfach nur drüber. Dann nehme ich einen angefeuchteten Blender und gehe praktisch so drüber. So, und verteile es natürlich. Ihr müsst trotzdem praktisch eine Art Base schaffen, aber die ist jetzt nicht so heftig, wie jetzt zum Beispiel jetzt. Zum Beispiel jetzt, wenn ihr Full Glam macht. Also ich kann euch sehr gerne mal Full Glam zeigen, da sieht es bei mir ganz anders aus. Ich benutze die Pro Matte von LA Girl. Dazu habe ich auch eine Review gemacht. Die findet ihr hier oben. Ich finde die wahnsinnig gut. Die könnt ihr bei Beauty Bay und bei Hype Cosmetics gerade finden. Ich glaube für 10,99 bei Hype Cosmetics und ich glaube Beauty Bay für 11,25. Und ich habe jetzt zwei Pumpstöße. Mehr braucht ihr eigentlich fürs ganze Gesicht nicht. Ihr nehmt einen Pinsel und streicht so ein bisschen in eure Areale, wo ihr wirklich dunkel seid. Normalerweise benutze ich mindestens 4 Pumpstöße, weil ich merke das einfach auch, dass ich das brauche. Aber ich habe jetzt praktisch mal nur die Hälfte vom Make-up. Das sieht jetzt auch nicht viel aus. Den Rest, was ihr praktisch drauf habt, ja, den lasst ihr drauf. Und dann bounzt ihr das einfach aus. Und ihr seht, ihr kriegt trotz allem, dass ihr weniger benutzt,
Um die Augen könnt ihr euch das Make-up etwas sparen. Concealer werden wir auch nicht benötigen, weil ich ehrlich gesagt Concealer jetzt nur für Full-Gap-Lab brauche. Aber jetzt so einen normalen Tages-Make-up, sage ich mal, ihr setzt einfach den Fokus dann stärker aufs Auge. So, also das sind jetzt praktisch zwei Pumpstöße und ich finde das eigentlich schon komplett ausreichend. Was ihr direkt danach macht, ist dann praktisch eure Augenpartie. Die zum Beispiel mache ich eigentlich ganz normal wie immer. Ich gehe in den Revolution Pro Elements Eye Primer mit demselben Pinsel und gehe nochmal praktisch rein. Das ist praktisch diese Augenbase, die ist auch nochmal so ein bisschen korrigierend. Aber wir wollen ja praktisch, sag ich mal, ein bisschen Make-up sparen. In dem Falle werdet ihr jetzt hier mit dem Augenprimer definitiv gut bestückt sein. Ich habe jetzt zum Beispiel hier noch ein paar Augendinger, also nicht Augen, sondern so Verdunkelungen. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Das bufft ihr einfach auch nochmal ein und das könnt ihr auch noch ein bisschen drunter geben. Und ihr seht eigentlich, dass ihr trotzdem ein sehr flawless Finish bekommt. Sehr wichtig ist einfach, dass ihr eure Tagescreme drunter auftragt, dass ihr praktisch nicht so trockene Stellen bekommt. Ihr seht ja, ich habe jetzt hier so eine kleine trockene Stelle. Das ist in dem Falle mir persönlich jetzt nicht so krass wichtig. Ihr werdet später mit sehr viel Bronzer und Highlighter arbeiten. Da werdet ihr dann definitiv mehr von haben. Ich rutsche mal ein Stück näher. So ist es einfacher. So, mal, ich schminke mich jetzt im Bildschirm. Es ist echt interessant. So, und ihr seht ja, ich habe ja trotzdem ein gutes Finish. Also ich habe jetzt von einer recht deckenden Foundation praktisch zwei Pumpstößchen genommen. Und also es lässt sich wirklich sehen. Um jetzt praktisch ein bisschen Farbe ins Gesicht zu kriegen, benutze ich den Momoru Butter Bronzer von Physicians Formula und fange schon mal an, so leicht Kontur zu machen. Und zwar ein kleiner Tipp für Leute, die jetzt Hit the Pan haben, so wie ich. Ihr dürft nicht praktisch links rum swirlen, sondern müsst rechts rum. Weil irgendwie habe ich das rausgefunden, wenn ihr auf die, also so rum swirlt, praktisch zu eurem Körper hin, ist das irgendwie in die Richtung, wo es halt normalerweise gepresst ist. Und dann bricht euch das Ding auf und ihr könnt davon nicht mehr viel benutzen. Ihr seht ja, ich gehe richtig hart rein und da löst sich dann echt noch Produkt. Ich werde jetzt einfach, ihr müsst sehr, sehr viel mit Bronzer arbeiten. Also ich arbeite zum Beispiel einfach eher so auf eine putrige Konsistenz. Das heißt, ich arbeite dann nicht mit so arg viel Cremeprodukten. Und ihr seht ja, also ich trage jetzt einfach ordentlich Bronzer auf. Konturiere etwas meine Nase mit dem Momoru. Ich mag den total gerne. Ein sehr gutes Dupe dazu, wenn euch jetzt die 17 Euro zu viel sind. Wait a minute. Ist der Sun Club Matte Bronzing Powder von Essence. Der riecht sogar richtig geil. Gefällt mir ebenso gut, muss ich euch sagen. Aber ich will jetzt halt den hier aufbrauchen. Ich habe jetzt auch schon ein Backup. Das habt ihr ja jetzt in meinem Douglas Hall, beziehungsweise dem Hall, da wo ich hochgeladen hatte jetzt die paar Tage jetzt. Und von dem könnt ihr wirklich üppig rausnehmen, weil das wird euren kompletten Look so richtig, richtig schön warm machen. Ihr werdet trotzdem super snatched aussehen und nicht extra irgendwie noch Coverage brauchen. Ich habe zum Beispiel jetzt ja überhaupt keinen Concealer drunter. Und Leute, das juckt hier keinen Schwein, ansonsten zieht ihr einfach eine Sonnenbrille drauf. So, also ich gehe mal so in die Ferne, mache mal das Licht etwas runter. Ihr seht jetzt praktisch, wie viel dunkler mein Gesicht geworden ist. Von Selbstbräuner zum Beispiel, das könntet ihr mal ausprobieren, ob das euch was hilft. Also ich habe jetzt praktisch nur die Gesichtspflege Magic Summer von Balea. Ich finde, dass die echt gut ist. Die gibt euch so ein bisschen Feuchtigkeit zurück und so und tönt eure Haut so etwas. Dann gehe ich in meinen Tarte Blush Bliss Blush Palette. Und zwar, ich habe damals dieses runde Teil nicht bekommen. Jetzt gehe ich einfach in einen Peach-Ton und zwar in den ersten. Und mache mir das schön noch meine Äpfelchen drauf. Was zum Beispiel, also ihr macht praktisch durch dieses Konturieren bzw. das Bronzen und den Blush so eine Art Rahmen, wo praktisch nur noch das Stück im Prinzip Make-up benötigt. Der Rest wird eigentlich eher mit Puderprodukten gemacht.
Und ich habe halt sehr fette Haut, das muss man noch dazu sagen. Das reicht mir persönlich total aus. Ich habe jetzt eher so ein bisschen mit Color Correcting und so das Make-up ausgetauscht. Zumal ich sagen muss, dass der Lachs, dieser Lachston, den ich hier habe, den gibt es ja schon ewig bei Catrice. Und ich muss sagen, der ist wirklich geil. Ich komme super damit zurecht. Wenn ihr damit praktisch mit dem Pinsel einarbeitet, kriegt ihr ebenso ein flawless Finish hin. Was ich sehr gerne noch mache, ist, ich gehe in die Glorious Highlighting and Bronzing Palette. Da gibt es nämlich einen Shimmer-Bronzer-Ton. Und den gebe ich natürlich auch nochmal ganz zart über mein Gesicht rüber, weil ich möchte natürlich shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Also, ich will halt einfach ein bisschen, dass es Dimension bekommt, dass es jetzt nicht so tot matt aussieht. Gerade im Sommer zum Beispiel könnt ihr auch richtig auf die Kacke hauen, was so Highlighter angeht, weil wen juckt's? Also, so, ich mache das Licht ein bisschen heller. So, jetzt kommen wir zum Augen-Make-up. Also zum Augen-Make-up kann ich euch sagen, das wird trotzdem voll glam. Das wird trotzdem super aussehen. Ich werde euch jetzt zum Glam die Soft Glam von Anastasia Beverly Hills mal zeigen. Und zwar ist das dieses Color Scheme. Also viele denken sich, oh mein Gott, die ist so langweilig. No, she is not. Also sie ist überhaupt nicht langweilig. Sie ist wirklich toll zum Arbeiten. Ich gehe jetzt mal zum Aufbauen in die Farbe Orange Soda. Und ihr müsst wirklich, Leute, ich zeige euch das mal, super leicht in den Ton reingehen. Es gibt jetzt keine Subculture-Katastrophe, aber ihr braucht echt nicht so krass reindrücken, weil ihr kriegt wirklich so viel Pigment drauf. Schaut mal, also ich zeige euch das mal, echt viel. Und dann geht ihr einfach in eure Crease und arbeitet diesen Ton ein. Da nehme ich dann einfach so einen ebenen Lidschattenbuffer. Den gibt es ganz aktuell. Den könnt ihr praktisch ganz normal in der Theke kaufen. Das ist ja meistens neben der Essenstheke angeordnet. Weil Essence ist ja immer meistens ganz links von dem Ganzen. So, also ich gehe wirklich so leicht da rein und baue mir einfach die Farbe in meiner Crease auf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also hier, also es lässt sich wirklich super verarbeiten. Jetzt von der Ferne seht ihr es natürlich besser. Dann geht ihr mit einem schon leicht angeronschten, geht ihr in diese Farbe Burns Orange. Ihr könnt natürlich nehmen an Farbe, was ihr Bock habt. Gell, Leute? Das ist heftig. Also da habt ihr richtig Pigment, Leute. Wenn ihr irgendwas im Hintergrund hört, das ist mein Freund, der sich gerade die Haare föhnt. So, also ich gehe praktisch nochmal in Burnt Orange. Und dann geht das Ganze auf der anderen Seite weiter. Also die Farben sind super pigmentiert. Also ich muss sagen, ich bin super zufrieden mit der Palette. Ich werde euch auch noch eine separate Review dazu hochladen. Ich will sie euch einfach nur in der Anwendung zeigen. Das Video kommt daher dann nach der Review, damit ihr einfach auch sehen könnt, wie arbeite ich damit und wie komme ich damit zurecht. Weil, also es ist meine erste Anastasia Beverly Hills Palette und ich bin super zufrieden. Also ich mag sie wahnsinnig. Dann geht ihr in die Farben mit Orange Soda nochmal rein und verblendet die Edges mit dem oberen Stück. Da tragt ihr später noch ein bisschen Highlighter an. Auf, nicht ein. Dann gehe ich mit demselben Pinsel, der praktisch schon dieses Burnt Orange gegangen ist, gehe ich in dieses Sienna. Ich finde die Farbe so schön, das Sienna. Das kommt auf der Kamera gar nicht so raus. Es ist eine echt schöne Farbe. Und ihr müsst wirklich so aufpassen, das ist so viel, also das ist nur reingetappt. Und dann geht ihr in die äußeren Stück eures Auges und blendet in die Falte rein. Also nicht irgendwie zu weit nach innen fahren, sondern wirklich nur in den äußeren Edges. Das ist übrigens ein BH Cosmetics Pinsel aus der, ich glaube, Rose Quartz oder wie auch immer. Auf jeden Fall da, wo ihr diese bunte Tasche seht, ihr die hier. Seht, das, es gibt doch gerade aktuell, also wenn es jetzt noch stimmt, 33% bei BH, die haben wieder so krasse Sales, also echt gut. Also wie gesagt, ich habe wirklich komplett zwei Augen mit einem Tap geschminkt
Sehr wichtig ist einfach, dass ihr in kreisenden Bewegungen euer Auge halt schön malt, also ausmalt und praktisch schön blendet. Das ist super wichtig, weil sonst einfach das zu hart aussieht für euch. So. Wenn ihr jetzt soweit seid, dass ihr jetzt praktisch beide Farben aufgebaut habt, dann gehe ich in einen anderen Evelyn-Pinsel, das ist auch aus der ganz normalen Abteilung, und gehe in die Farbe Mulberry und gebe ihr noch ein bisschen in die Ecken zum Verdunkeln. Das ist aber der letzte Step zum Abdunkeln. Danach wird dann mit der Farbe Bronze praktisch aufgebronzt und das sieht einfach so geil aus. Das ist halt ein, also das ist ein echt schöner, ich sag jetzt nicht Frühlingslook, aber ein Glam-Look, der unnormal bleibt. Also die Lidschatten von Anastasia Beverly Hills sind wirklich sowas von langanhaltend. Ich habe einfach das Gefühl, dass egal wie oft ich sie benutze, sie eigentlich immer schöner wird. Also ihr seht ja, ich kriege einfach ein so tolles Ergebnis daraus. Das ist einfach geil. Ich komme jetzt mal näher. Also ihr habt wirklich einen so toll. Ihr geht jetzt nochmal mit dem Brush drüber, wo ihr in diese erste Ausgangshaare gegangen seid und verblendet die Edges. Das ist super wichtig. Da sieht euer Look einfach noch mehr flawless aus. Ich nehme jetzt den Blushpinsel und streiche mir das Excess weg. Ihr könntet rein theoretisch noch darunter Baking-Puder geben. Ich persönlich mache es jetzt nicht, weil ich dann schon wieder finde, dass es mir zu viel irgendwie ist. Ich werde jetzt ein bisschen vom Cut, also werde ein bisschen den Cut-Crease ziehen, um Farbe reinzubringen und meine Augenbrauen machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Augenbrauen sind drauf. Sie sind heute ein bisschen dramatischer geworden wie sonst. Ich habe mich jetzt doch gegen den Cut entschieden, weil ich das ein bisschen aufhellen werde, einfach mit der Farbe, die da drin ist, weil das softer aussieht. Und zwar, schaut mal, ich habe jetzt entdeckt, dass es hier noch eine Farbe gibt, Tempera. Und ich werde diese Farbe einfach ans Auge hochdrücken. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wenn ich das mache. Ich hoffe schon. Ja. Und ich nehme jetzt einfach, gehe einfach in die Farbe Tempera. Die ist so, das ist so ein leicht cremiger Ton. Und seht ihr, was ihr meint? Also ich kann das komplett auch hier mit aufhellen. Weil mir das gerade ein bisschen zu hart ausgesehen hätte, glaube ich. Wenn ich jetzt einfach, ich dachte, ich probiere es mal. Also seht ihr, ich kriege den Cut auch mit diesem Puder, also die Farbe Tempera hin. Ich werde heute auch komplett auf Eyeliner erstmal verzichten. Weil ich ehrlich gesagt jetzt keine Lust habe auf diesen krass, krass harten Look. Und zwar, jetzt gehe ich in die Farbe Bronze rein, also in diese Farbe. Ich habe direkt festgestellt, dass man in diese Farbe am besten mit einem Fix Plus reingeht, beziehungsweise mit einem Fixing Spray. Und dann tragt ihr das praktisch auf euer Auge auf, weil ich glaube, ihr könnt das sehen, dass das wirklich etwas grob ist, das Glitzer. Und wenn ich das sowas sehe, dann weiß ich eigentlich direkt, dass ich immer mit Fix Plus reingehe. Und jetzt drücke ich mir praktisch dieses Bronze einfach aufs Augenlid. Also, ihr kriegt echt viel raus, aber ihr müsst aufpassen, dass ihr den Eyeshadow nicht zerstört, weil der einfach so locker gepresst ist. So, und dann gebt ihr halt richtig ordentlich Bronze einfach mal vom äußeren Stück bis in die Mitte. Ich mag Sommerlooks total, die so sind, dass man einfach super easy mit Gold arbeiten kann, mit Braun. Und teilweise schmeiße ich mir auch nur einen Bronzer in mein bewegliches Lid und fertig, weil ich einfach denke, man braucht nicht mehr. So. Dann seht ihr ja, habe ich so ein bisschen unebene Stellen. Ich nehme jetzt den Blenderpinsel, wo ich dieses Burnt Orange genommen habe und blende schön die Edges sauber. Ich liebe diesen Look. Ich gehe jetzt nochmal mit einem fluffigeren Pinsel in Sienna, um praktisch noch etwas Tiefe zu schaffen an den Rändern, weil ich jetzt finde, dass halt durch das Auftragen von dieser Farbe halt etwas von dieser tollen Dynamik an den Rändern weggeht. Das kriegt ihr aber super schnell wieder aufgebaut, wie ihr seht. Schaut mal. So,
Das sieht doch toll aus. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Mascara. Ich benutze immer zwei. Und zwar benutze ich einmal das Essence Lash Princess und einmal The False Lashes, weil ich halt echt Stummelwimpern habe. Das ist voll schlimm. Also ich kann auch leider keine Wimpern-Extensions tragen, weil ich einfach in der Arbeit mir die ständig runterpulen würde. Also ganz übel. False Lashes, da bin ich jetzt auch nicht so der krasseste Fan von. Ich habe übrigens noch ein bisschen in die untere Wimpernpartie, also eingearbeitet, und zwar die Farbe Burnt Orange und ein bisschen Sienna. Und habe das also praktisch so innen Burnt Orange und außen in Sienna eingearbeitet. Und so bekommt ihr halt so einen richtig tollen Verlauf, der aber nicht zu hart ist. Was ihr zwar schon noch machen könnt, um das vielleicht ein bisschen abendstauglicher zu machen, könntet ihr in die schwarze Farbe der Soft Glam Palette gehen und einfach einen Kajalstrich praktisch ziehen, indem ihr einfach mit Lidschatten das macht. Ich finde, das sieht einfach softer aus und nicht zu hart. Also ich liebe diese Mascara enorm. Also ich habe die eigentlich schon viele, viele Jahre. Ja, und muss sagen, ich brauchte nie eine teurere. Ich habe diese Maybelline Temptation oder wie sie heißt. Und die finde ich jetzt auch noch in Ordnung. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, dass sie für diese Mini-Wimpern was heben. So, das war es jetzt eigentlich schon. Ich habe jetzt noch einen super, super Trick. Und zwar, ihr habt ja bestimmt so Highlighter zu Hause, die ihr unnormal gerne mögt, ja? Und bei mir ist es jetzt in dem Falle der Opal. Und, jetzt trete ich doch krass gegen das Ringlicht. Auf jeden Fall ist es der Opal und der Vanilla Quartz. Und zwar habe ich ja den kleinen. Den Vanilla Quartz, da komme ich mit dem Pinsel nicht so gut rein. Das heißt, ich werde jetzt hier komplett in die Augenbraue. Ich gucke jetzt nur, wo ich den passenden Pinsel dazu hingeräumt habe. Ja. Dann nehme ich praktisch einfach so eine Shader Brush und gehe praktisch in diesen Vanilla Quartz rein und setze mir hier noch ein Highlight in die Augenbraue. Was mir persönlich sehr wichtig ist, wenn ihr halt nicht so viel los habt im Gesicht mit Eyeliner und so, könnt ihr halt echt auch noch ein bisschen Bababoom aufsetzen. Und das ist wirklich ein so tolles Ding. Also, ihr könnt die für 15 Euro kaufen und habt praktisch wirklich absolut tolles Produkt. Ich trage jetzt aber nur mal ganz grob was auf. Dann nehme ich eine kleine Blender Brush, in dem Falle von Real Techniques, und trage mir das noch mal ein bisschen höher auf und verblende das mit dem Orange Soda ein bisschen, damit es praktisch schön seamless aussieht. Sieht so schön aus. Ich mag diesen Look einfach wahnsinnig gern, weil ich einfach dafür nicht so viel Theater habe. So, und jetzt seht ihr mal so im ganz Groben, wie es aussieht. Wenn ihr praktisch noch ein paar Unebenheiten entdeckt, könnt ihr die noch super nachkorrigieren. Das funktioniert mit den Lidschatten echt gut. Ich bin halt immer noch so ein bisschen, dass ich denke, okay, noch ein bisschen blenden, hier noch ein bisschen. Es soll halt einfach sehr, sehr natürlich aussehen. Und das ist wirklich, also wenn ihr das, ich werde euch mal hier auch ein Bild einsenden dann, damit ihr das praktisch voll beleuchtet nochmal seht. Auf die Lippen gebe ich einen Color Boost von Essence, den Vinylicious in der Farbe Woody Rosy. Den trage ich so, so gerne. Der ist wirklich so toll. Und der hat auch so einen ganz tollen Nude-Stich. Ist aber irgendwie noch so rosy. Ich finde den ganz, ganz toll. Der sieht einfach so unnormal natürlich aus. Also echt geil. Kriegt ihr für ein paar Euro in der Drogerie und ist echt krass. Jetzt tragen wir noch etwas Highlighter auf. Highlighter zum Beispiel trage ich in dem Falle jetzt mit dem Sommerlook auf, indem ich erstmal Fixing Spray. Ich trage jetzt einfach Fixing Spray auf und lasse das etwas trocknen. Das habe ich mir abgeguckt von Niki Tutorials. Die hat echt recht. Also es ist toll, wenn man praktisch, also ihr seht ja den Augenlook, sehr magisch. Wenn ihr praktisch euer Fixing Spray auftragt und ein bisschen anfächert, es ist echt angenehm, weil es einfach dann super kühlt. Wenn es halt super 30 Grad hat draußen, dann seid ihr echt dankbar dafür.
Dann nehme ich meinen Fächerbrush und Opal und bevor das hier alles richtig trocknet, gebe ich dann jetzt meinen Highlighter noch richtig auf und zwar richtig schön flächig. Also ich liebe diese Becker Highlighter, die sind einfach so nass und so toll vom Auftrag her. Also dadurch, dass es ja so ein glowy Look ist, könnt ihr ruhig ein bisschen mehr geben, ja, also so ist nicht. Also ihr habt somit wirklich Foundation gespart, aber nicht am Highlighter. Das habe ich nicht gesagt. So, ich gehe jetzt nochmal, um das alles ein bisschen luminous abzusafen, nehme ich das Stream Satin Mist von Maybelline. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist ein ganz tolles Setting Spray. Und zwar gibt es eurer Haut wirklich nochmal so einen luminous Effekt, der wirklich so geil aussieht. Der Sprüher ist auch super fein. Also ähnlich wie der Mario Badescu, der erinnert mich total an den. Und wir sehen uns gleich zum Finish-Look wieder. Und das ist der fertige Look. Ich habe jetzt praktisch meine Haare komplett geglättet, habe praktisch über mein Maxi-Kleid noch so eine Art Bluse übergezogen. Das ist so eine, ich versuche es mal euch zu zeigen. Das ist so eine ganz, ganz schlichte Bluse, die ihr praktisch einfach drüber schmeißen könnt, um praktisch so ein bisschen... ich sage jetzt nicht windgeschützter zu sein, aber einfach nicht so ganz so nackt da zu sein, ja, weil obenrum ist ja doch viel los, also viel Schultern frei und so. Und ich habe mir so ein kleines Knödelchen auf den Kopf gemacht, weil ich immer finde, dass das so, so süß aussieht. Wie ihr seht, meine Haut ist wirklich sehr, sehr glowy, also ich finde dieses Dream Satin Mist sehr, sehr toll. Ich finde auch, wenn ihr zum Beispiel gerade in diesen Sommerlooks zum Beispiel, da könnt ihr wirklich unnormal viel Highlighter auftragen, das sieht einfach so, so toll aus. Und ich wünsche euch, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß bei diesem Look zum Nachkreieren. Es ist jetzt praktisch nur so eine Idee. Ihr könnt ja zum Beispiel auch ein peachiges Ei draus ausmachen. Wichtig ist es halt, benutzt wirklich nur Foundation da, wo es hingehört. Benutzt lieber so eine Art Camouflage, um praktisch so die schlimmsten Sachen abzudecken. Ich finde, dass ich trotzdem flawless aussehe. Ich könnte natürlich noch besser aussehen, indem ich jetzt voll die Lotte Foundation ins Gesicht hau. Das Problem ist halt, im Sommer finde ich es halt super unangenehm, weil ihr halt einfach dann too much habt. Und das finde ich dann wieder, ist jetzt gar nicht mal Sinn und Zweck dieser Sommerlooks. Wenn es zum Beispiel richtig heiß ist, trage ich zum Beispiel teilweise gar kein Make-up und benutze nur Bronzer, den ich auf die Tagescreme aufgebe. Hier packe ich echt nur so 2-3 Tropfen Camouflage oder irgendwie sogar ein Eye Primer oder so, wenn ich gerade nichts anderes da habe. Schnell, schnell, schnell. Augenbrauen, einfach ein bisschen mehr Glitzer und ein bisschen, also das Auge ein bisschen weiter schminken, also ein bisschen höher und unten drunter etwas tiefer in die Lower Lash Line mit frischeren Farben. Dann sieht das auch sehr, sehr toll aus. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wie gesagt, für manche ist das schon wieder zu viel Foundation bestimmt gewesen. Meckere gibt es immer. Aber für mich ist das schon sehr wenig. Also ich habe jetzt, wie gesagt, 2 Pumpstöße genommen, habe sie im Gesicht verteilt, habe mit dieser Camouflage-Creme gearbeitet. Die bekommt ihr aktuell bei Catrice. Die kostet, glaube ich, 3-4 Euro. Der Eye Primer, den finde ich halt sehr wichtig. Der macht das ganze Make-up sehr long-lasting. Ihr kriegt dann praktisch ein gutes Gefühl dafür, praktisch, dass es einfach länger hält. Und einfach auch dauerhaft euer Augen-Make-up halt so bleibt. Eyeliner zum Beispiel mag ich im Sommer zum Beispiel nicht. Ich finde, das verkleinert das Auge halt wahnsinnig und das macht halt das nicht so fresh. Also wisst ihr, was ich meine? So, es sieht einfach nicht so fresh aus. Ich finde, zu einem Sommerlook gehört kein Liquid Lipstick. Also ich, wie gesagt, kann nur diese Vanillicious von Essence empfehlen. Also wie gesagt, das ist eine ganz tolle, ganz, ganz tolles Produkt. Das gibt es in der neuen Theke von Essence. Die ist mittlerweile aber überall erweitert, dass auch die kleineren Theken sozusagen diese Produkte haben. Es gibt die in Rot, in Braun und weiß der Teufel was, in allen möglichen Farben. Wirklich, wirklich tolles Produkt. Mir gefällt das so, so gut und es sieht einfach so fresh aus, dass ich sagen muss, dass ich mich unnormal freue, diesen ganzen Look mit euch gemacht zu haben. Und vor allen Dingen, ihr könnt halt, ich finde halt auch, dass es super pflegend ist. Das heißt, ihr habt jetzt nicht, also manche Glosse sorgen dafür, dass eure Lippen so fransig werden. Wisst ihr, was ich meine? Dass da sich so Haut auflöst und ihr praktisch das Problem habt, das Gefühl zu haben, immer, dass das so oben drüber ist oder dass es halt nicht gut aussieht. Das ist jetzt bei diesen überhaupt gar nicht so. Also ihr fühlt euch ganz, ganz toll. Ihr habt praktisch eine ganz, ganz weiche Lippe. Und da ist auch, da ist, glaube ich, sogar irgendwas Pflegendes drin, das weiß ich. Also ich meine Arganöl, irgendwas.
Auf jeden Fall, das hilft eurer Lippe einfach auch sehr, sehr hydrated zu bleiben, also dass ihr halt Feuchtigkeit auf der Lippe habt. Ich finde halt, also ich habe jetzt die Haare offen, weil der Look das halt hergibt, ja. Natürlich, ich finde halt das besser, wenn die geglättet sind, so fliegen sie halt einem nicht im Gesicht rum. Ansonsten, wie gesagt, ist der Look super simpel und ich hoffe, dass euch dieser Look absolut Spaß gemacht hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video wieder, ihr Süßen. Und bis dahin, shine bright like a diamond. Also, bis bald.